erbärmlichen Spleißer aus den Armenhäusern. Jo, meine lieben kleinen Jabrois draußen. Heute geht's weiter mit einem neuen Teil von Bioshock 1 Remastered. Wir schauen, was es hier so Schönes gibt. Da unten ist auch schon ganz viel. Ja, geh mal sterben. Schätzchen, bist du das? Nö. Ich bin's. Mister, ich fackel euch alle ab. Siehst du? Fackel. Komm, mach mal kaputt. Wenn es dann anders geht, mach ich es kaputt. So. Dann kaputt gefällt es mir auch. So. Ich sehe schon, die haben alle Geld dabei, massig. Aber ich habe kein. Ich kann nichts ausgeben. Hab nichts zum. Ah. Also, warte mal. Da kann ich etwas ausgeben. Um es gleich wieder einzuholen, wie es ausschaut. Also für so Munition würde ich schon mein Geld etwas verschwenden. Welche Gebote denn? Das sind bloß Kranke unterwegs. Oh, ouch. Scheinbar ist das bloß so ein Trickding. Gebote. Ach du Scheiße. Okay, was ist passiert? Ah, hier geht mir auf die Eier. Greift mich einfach an und singt nicht. Oh, der Kerl muss. Oh, bam, 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 bam. Oh, der hat Munition, der Kerl. Ja, ist mein Beruf, Kollege. Digga, aber was hier aufgebaut? Also am Anfang war das bestimmt geil hier unten. Kann ich mir gut vorstellen. Aber was ist das jetzt hier? Das ist eine Todeskammer. Oh. Was hören wir denn da? Ein Big Daddy. Oh, der kranke Irre geht auch schon auf mich los. Ach, Big Daddy, wir sind doch Freunde, oder? Nein? Doch. Guck mal hier. Dein Eltern kann ich später ganz gut wieder gebrauchen. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Sie sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, naja, vielleicht werde ich eines Tages gieriger. Vielleicht. So. Oh.
tot. Wer säuft wen, ist die Frage, ne? Zum Glück habe ich mir dieses Elektro-Perk geholt, sonst hätte ich jetzt mittlerweile Probleme. Machen wir mal kurz. Habe ich hier noch ein bisschen was frei? Vielleicht irgendwas, was ich unbedingt drin haben möchte. Weiß nicht. Ah, nehmen wir das Krimineum mit rein. Wieso nicht? Oh, unsichtbar werden. Mit Essen, ja, hört sich sehr praktisch an, aber. Wo muss ich denn hin? Der Typ ist gestorben, weil er hier irgendwas gesucht hat und es nicht gefunden hat. Soll ich wahrscheinlich auch sterben? Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spleist und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum... Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Ja. Okay, ich habe zwar jetzt keine Ahnung, was das genau das Ziel war, aber okay. Ich habe es gerade nicht so ganz verstanden. Stadt auf dem Meeresgrund, das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das ist wahrlich das viel größere Wunder. Du hättest doch einfach mir ein Flugzeug weg geben können oder so. Oder ein U-Boot oder irgendwas, mit dem ich wegkomme. Glaub mir, wäre ich jetzt nicht hier. Würde keine Randale schieben. Dann ich heiße nicht Randale, Ralf. Du. So. Was wäre denn jetzt wirklich praktisch hier? Eigentlich ist schon der hier. Da müssen wir noch ein bisschen was sparen. Der wäre aber auch sehr, sehr, sehr praktisch. Dann kommen wir den hier. Doppelt oder nichts. Es hält. So ein bisschen günstig sollte schon. Ah, zum Beispiel unsere Shotgun-Munition. Neigt sich langsam Ende zu. Ach, stimmt, da war ja Bumm. Der hat ja bloß Bumm gemacht. Da war ja was. Ja gut, nimm mal halt eben das hier. So, schön wieder zurück zu unserem kranken Boy. Weil dein Vater keine Lust mehr auf dich hatte. Wieder. Oh. Irgendwie interessiert es ihn nicht so, wie ich das am Anfang erwartet habe. Ausweichen. Oh. Ja, guck mal her. Doch, doch, doch. Wir können jetzt zu lang rum, mach jetzt so. Kaboom! Ah ja, bitteschön. Weißt du, warum du dich bedankst? Ich muss mich bedanken. Aber ja gut, egal. Was haben wir hier drin?
Supplizer schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist die eine von Ryan Spionen hier geschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Als ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenband. Falls ich recht habe, naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduseleien leisten. Oh. Bloß das nicht. Ach du heilige Quackermole. Digga, hier kannst du dich bloß verletzen. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben, ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Das ist eine sehr schöne Information, Kollege, aber was ist das da drin? Ich will es haben. Was ist das? Aber wie kommen wir da ran? Ja komm, es gibt doch nicht. Das sind überall so Scheißdinger. Weißt du was? Einmal doch glauben, tut auch nicht mehr weh, so. Auch noch mal ran. Okay, kommen wir nicht so ganz ran. Hier noch mal ein bisschen Munition für den guten alten Stepper. Hast du 10.000 Mal gedrückt, um sicher zu sein? Okay, da geht's unten durch. Ist noch irgendwer am Stuhlen gewesen? Oh ja. Komm auf den Kack. Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Dann eine halbe Dose Ionengel, das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt dabei in die Luft. Naja, wer nicht wagt. Der nicht gewinnt. Fließt Blut auf den Straßen? Gewiss. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Das kennen wir doch schon. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben, ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Ha? Ja, schön, aber brauchen wir noch irgendwas? Ist ja unvollständig, der Kack. Also, die schlucken langsam. Die schlucken langsam meine Munition. Achso, das war komischerweise in dem Big Daddy mit drin. Ich verstehe. Müssen wir ein bisschen was finden. Was für ein bescheuerter Traum. Irgend so ein Obstbaum hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche und Saft in Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum.
Das war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus den Vulkanschloten. Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. Kann sein. Kann man hier durchlaufen, vielleicht liegt da hier irgendwo die Antwort. Leute, ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung. Keine Ahnung, Blitz, 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 Blitz. So, ich habe alles ausgelöst, jetzt sollte alles wieder Tutti-Frutti sein, oder? Ich muss vielleicht hier noch ein bisschen was, was wir brauchen. Ah, ein bisschen Leben riskieren will ich. Geh mal durch. Aha. Verstehe. Also von hier hätte ich dann eigentlich einschlagen müssen. Verstehe. Hab ich verkackt. Ja, ja. Unten geht's auch irgendwie lang. Okay. Er hat dumm gefragt, er hat eine dumme Antwort bekommen. So, muss ja hier irgendwo ein Eingang sein, rein theoretisch. Eine in der Theorie müsste hier dann irgendwo so ein kleiner... Oh, bin ich dämlich. Hallo. Ja, hi. Keine Ahnung, wo der Kerl ist. Das war jetzt lustig. Also, ja. Ah, du bist aber kein Vordenker, du bist ein Nachdenker, weißt du? Du denkst darüber nach, verkackst es und lässt dann den anderen denken. War dein Beruf, glaub es mir. So. Immer noch nicht genügend, okay. Fehlen uns wohl noch ein paar Eigenschaften. Irgendwo muss der Shit da noch liegen. An dem kleinen Jabrau ist er da draußen. Du läufst doch wirklich alles, was in der Bibel steht, oder? Geh weg da. Holzmunition, hol ich auch noch. So. Ah, 2 von 4, verstehe. Oh, kurzer Leck. Ich dachte, Leute, ab und zu haben wir mal so kleinere Lecks drin. Ich weiß nicht wieso oder weshalb, aber. Munition rum. Im Money liegt hier rum. Ich gesagt, für die Legs, I'm sorry, ab und zu ist das so. Ich hoffe, es kommt halt nicht bei Cutscene, das wäre immer shit, ey. Weil ich wichtigen Cutscene kommen würde. Ich hatte am Anfang zuerst vor, dass ich sage, komm, ich mach die Reihe, aber ich weiß nicht, Leute. Wenn mein System hier ist schon... Ich schätze mal, dass es an meinem System liegt. Wenn es jetzt ja schon hier so am Abkacken ist, dann will ich gar nicht wissen, wie es dann ausschaut, wenn... Ah, der zweite Teil oder der dritte Teil, ich weiß nicht. Leute, also... Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden, wenn ihr die Wartung der Big Daddys
nicht ordentlich macht, verbrauchen Sie die R34er, so wie die Nutten im Eves Apple Penicillin fressen. Atlas Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon zwei Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Was für ein bescheuerter Traum. Irgend so ein Obstbaum hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche. Ja, das können wir schon. Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus den Vulkanschloten. Also ich muss das Zeug noch suchen. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. Ah, oh, das Spiel, Leute, ich liebe es einfach. Es sind halt einfach kein Blatt vor dem Mund und das ist sowas, was ich echt liebe. Wie gesagt, wo war man schon genau? Bei dem Thema mal schauen, wie es jetzt ausschaut. Wie gesagt, also nächstes Projekt muss ich wirklich ganz dick überlegen. Weil ich will ja nicht, dass das Spiel in, ja, ein bisschen Grafik, wie wir schon da drin haben. Ich wollte ja nicht auf dem Toaster spielen am Ende. Na wohl, kann man eigentlich schon bezeichnen als Toaster, Leute. Deswegen, mal schauen. Wenn der Teil wirklich sehr gut ankommt, obwohl es halt eben, naja, geht schon Qualität ist. Und der Zeitaufwand sich lohnt. Das ganze Geränder, das dauert dann echt lang, es hoch zu rendern. Dass es eine vernünftige Grafik ist. Aha. War ein großer Leck. War jetzt ein sehr großer Leck. Achso, hier waren wir schon. Hier waren wir schon, hier waren wir schon. So, weiß nicht mehr, was wir sonst noch brauchen könnten. Ich glaube, wir waren jetzt fast so weit durch. Schade, dass ich das nicht irgendwo. Kann ich das vielleicht auch irgendwo sehen? Nein. Vielleicht hier irgendwo. Das hier müssen wir noch machen. Das hier müssen wir auf jeden Fall noch machen. Okay, Leute, das heißt, wir suchen noch schnell ein paar Big Daddies. Allerdings machen wir das ja schon wieder in der nächsten Folge. Joi, joi. Salve, dir gefällt mein Video? Dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Joi, joi.